Einen wunderschönen guten Abend aus Eckwader Hörne beim super schönen Sonnenuntergang. Guck mal, ist das nicht schön? Ich fang schon an wie mein Kollege aus Thorstens. Nein, das will ich nicht machen. Wir sind heute aus einem ganz besonderen Grund am Watt. Was machen Norddeutsche bei Sonnenuntergang? Natürlich, sie gehen zum Strand und pömpeln. Und da habe ich nämlich heute Wattführerin Jannike dabei. Und die möchte ganz speziell mal dem Joke zeigen, wie man im Watt pömpelt. Der hat also seine Schwierigkeiten, aber wir machen so mal ein kleines Schulungsvideo. Joke, guck gut hin, so macht man das. So, hallo Joke, erstmal frohe Ostern wünsche ich dir. Ich habe mir dein Video angeschaut und habe festgestellt, das war alles recht trocken. Du musst dir schon eine feuchte Stelle suchen zum Pömpeln. Also, sonst wird das nichts. Man sucht sich zuerst eine feuchte Stelle. Das ist ja so wie hier, wo ein bisschen Wasser steht, ist das ganz gut. Dann braucht man natürlich auch ein bisschen Muskelkraft und ein bisschen Rhythmusgefühl wäre da auch nicht schlecht. So, dann sucht man sich einfach eine Stelle. Dabei ist es eigentlich auch recht egal, ob da jetzt ein Trichter ist oder nicht, weil letzten Endes wollen wir den Boden ja nur umrühren und wir wollen gucken, dass wir den Turm rausspülen. War er doch noch nicht. Dazu sollte man sich so einen kleinen Graben buddeln, dass genug frisches Wasser nachläuft, weil es geht schon doch ganz schön auf die Arme. Und da wir ja alle zurzeit so ein bisschen beurlaubt sind, fehlt einem da natürlich so ein bisschen die Übung beim Pömpeln. Ich zeige nochmal den Sonnenuntergang, der ist so halb schön. Ne? Okay, damit wir nicht schummeln, schnell wieder zu Jannike. Genau. Ist es nicht so langwierig. Also man sieht recht schnell aus wie eine Sau, wie man sieht, spritzt das auch ordentlich. Deshalb der lange Stiel. So. Und da haben wir einen kleinen gefunden. Tada. Der ist noch nicht ganz groß, aber dem ist jetzt wahrscheinlich ordentlich schwindelig. Ein Männchen. Ein Männchen? Ja. Kann man erkennen. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Die 2 Meter. Du hast ja auch den Zoom an. Ja, genau. Also, wie man sieht, es funktioniert. Es war heute ein bisschen langwieriger. Ansonsten geht es doch deutlich schneller. Wir haben es im Sommer schon ganz oft gemacht auf unserer Wattforschertour. Da machen wir mit den Kiddies dann ein Wettpömpeln. Die eine Gruppe buddelt mit dem Papa und die andere, die muss pömpeln. In der Regel waren wir mit dem Pömpeln tatsächlich schneller. Hat heute nicht so geklappt, aber ich habe ja Zeit zum Üben. Ich werde es nochmal tun und vor allen Dingen hat mein Pömpel schon ein bisschen was auf der Uhr und ist etwas porös. Da muss das Gummi mal neu. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Genießt den Sonnenuntergang und noch schöne Osterfeiertage. Super, ich verabschiede mich auch. Joke, du hast es gemerkt, was man alles braucht. Man braucht eine feuchte Stelle und man braucht ein frisches Gummi. Also von daher bin ich mal gespannt auf dein nächstes Video. Tschüss!